So, hallo und willkommen zurück zu LS17, wieder auf genau, der Mühle. Jetzt musst du aufnehmen, wenn du das da ausschaust. Ja, genau. Normal sagst du immer 3, 2, 1, du bist der Hund. Wieso darf man das nicht ausschauen von dir? Ja, das ist der. Experten beim Rückwärts hier mit einem Drehschemel. Doch sicher jeder gerne sehen. Ich glaube, das reicht. Anhängen muss noch. Muss ich? Na, geht. So, ich stehe wieder Breitreifen. Boah! Oder Breitreifen. Ich selber auch kopiert. Ich bin so ein Unterschied zu den normalen Reifen. Ja, daneben ist noch der andere, der hat noch keine drauf. Siehst du das? Ja. Aber ich darf die da nicht zurückgeben, die sind genauso dreckig wie die alten. Musst du dann schauen, ob du das auch machen kannst. Hat keinen Beistellen. Ich glaub schon, dass es das machen könnte. Berechtigungen anders. Einmal Fahrzeug verkaufen, an Tiere verladen noch. Der Walter kann das nicht. Wann oder was? Na, der hat das nicht drauf. Bei mir doch, weil ich es nicht gesehen hab. Bühler gesehen, die das kennen, der kann das nicht. Ich hab's vorher mein Ding gemacht, mein Cash. Ah, das wurscht, das war. So. Ich hab vorher gerade die Pflegebereifung vom Deutz runtertan und normale Reifen wieder rauf. Ich hätte da jetzt alle Rechte eingestellt, also theoretisch kommt das. Ich schau mal dann. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich da wieder eine fahr. Ja, ja. Mit einer lustigen Drive Control. Wir haben vorher auch etwas den Helfer drüben korrigiert, das Feld hier ist jetzt fertig. Und jetzt geht's wieder ab zum Flügen. Konfigurieren. Ja, das. Du hast nicht genug Geld. Lass mich kurz sehen. Nee. Spannend, ob er das Reserverall auch ändert. Na, aber Hecher ist er. Oh Gott, der Helfer macht das so viel. Der ist weg. Thank you.
dann noch der Fahrer. Ja, die Saatmaschine war dann auch nicht schlecht, ne? Ja, wenn wir auf die 3 Meter bleiben schon, ja. Ja, unbedingt bleiben müssen wir nicht. Jeder Stück kostet 60. Ah, kostet 60.000. Irgendwas da hier bei. Jeder steht mit 6 Meter, die kommt aber dann nur der Wald trazieren. Die Frage ist, ob das erste Priorität hat. Sagst du? Hä? Hätte die Federstedt nächste Priorität oder eher was anderes? Ist das egal, Strahler? Wenn's da. Man, die Viecher waren schon nicht schlecht, aber das ist halt der, ja. Die Viecher sind auch der, ja. Ja, das weiß ich. Aber du brauchst du mal das ganze Material für die Viecher, das ist ja das. Ja, genau. Ohne einen Maisleger. Hätte ich gesagt, zuerst das Federstedt, dann 6 Meter Maisleger, Maisgebiss. Dann kommt man dann mit den Viecher anfangen.
Beziehungsweise brauchen wir halt dann nur Viehtransporter, Wassertransporter etc. Oder kaufst du die Viecher direkt im Shop? Nein. Das geht ja gar nicht. Aber ich schau, wo der Viehhandel ist. Zu rechts unten. Ah ja. Zum Güterbahnhof. Die haben wir noch angerufen dabei, gell? Ja, der hat auch noch 3 Meter. Ja. Ich glaube, die Gruber war nicht so der zweite. Und man von mir aus. Wussten der, warte mal. Doch. Oder 9400, welcher Gruppe ist denn gescheiter? Was? 8,8 oder 9,4? Ja, da war die 2 mit 3 Meter. Mit der. Das ist eigentlich wurscht, aber der. Der Kuhn, der braucht halt mehr Leistung, ne? Ja, für den Kuhn haben wir einen. Ja. 120, wir können auf halt noch einen so einen. Ich kaufe ihn auch noch. Haben wir gar kein Geld mehr. Haben wir so nicht. Was? Haben wir so und so nicht. Oh ja, ein Tausender. Und ich hab den Kredit schon wieder genommen. 5000. Haben wir 2 drüber. Mit der nächste Ernte für die Zartmaschine. Ja, dass wir ewig lang einloggen auf das habe ich. Wieso lachst du so schelmisch? Ewig lang einloggen, da gibt's auch eine Person im YouTube, die macht das immer gern. Ich glaub, die kenne ich. Ich weiß nicht, so bekannter ist das, glaube ich. Thank you.
bleibt, geht das schon angenehmer. Ja, sicher. Ich war die letzte Bahn heute halt auf, fast. Ja. Lass mal schauen, was da eins tut. Der ist ja schon vierte, was ist das? Hat er es geschafft? Ja, wie wahrscheinlich. Naja, Runde spritzen und. Also dort stehen bleiben. Ja, sieh, was sieht jetzt aus? Blickelteppich. Was hat man schon bald lang? Ist hier ausgegangen mit den Anfällen. Was ist das? 180 Kilo noch drin, das ist der ausgegangen. Die Flickel da. Haben wir noch Radgut? Wir haben noch ein bisschen was. Wenn der Case mal auftrat, dann ist er geiler. Vom Klang her gefällt er mir gut. Ja, gut, der hat eine 6 Liter Maschine drin. Hoppala, mein Gewicht muss gar nicht mehr. Brauchst du noch Radl da oben? Nein, bin ich fertig. Mach trotzdem das untere zuerst. Kannst gleich mit der Ding dann da oben fahren wieder. Ja, ja. Ja, halt nur Schaltgetriebe. Was ist das hier? Die Paletten noch da. Ja. Aber es geht zu Hause und der einmal Saatmaschine ging an nur 750 rein.
Halt das. Was plant man denn da? Das ist nicht wirklich groß. Lohnt sich denn da eh noch Weizen oder Kirsch da? Weizen war gerade drauf. Oh, wieder Weizen. Weil unten habe ich jetzt einen Gerstl gemacht, einen großen. Jetzt haben wir gepflügt, haben wir schon. Das nächste Mal ist eh wieder nur Grubern da. Ja. Mit dem Jobstraw, da sparen wir sich das einmal düngen. Hoffentlich. Scheiße, mit der Stroh verkaufen. Hat sich noch nie gelohnt. Pass auf, dass das noch aufs Gewohr alles auf Minus ist. Wenn es wirklich so ist, dass der Düngerstufen der Spaß dann ja, wenn nicht, dann. Normal müsste es gehen. So, ab zum nächsten Feld. Aber nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Also tschüss, Baba, bis dahin.